jetzt nicht müde noch. Nee, hey, auch. Und das sind die Bücher gelesen. Ich sage, ja, genau. Die Mauerburger oder. Das ist hier, was? Tonburgisch, genau. Ich gehe schnell rein. Guten Abend, das ist ein Test. Grüß euch. Grüezi. Hallo. Genau. Also, kannst du mir kurz sagen, wo wir sind? Wir sind im Naturama Aarau an der Podiumsdiskussion zum Thema CO2-Gesetz und Gletscherinitiative. Super, das ist doch schon mal recht gut gemacht. Lukas, kannst du mir auch noch kurz etwas sagen? Was ist das Thema heute? Klimaspuren ist das Thema heute. Wir werden über den Klimawandel reden, hoffentlich. Und wir haben sehr interessante und spannende Gäste. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Könnt ihr noch kurz erzählen, wer unsere Gäste heute sind? Vielleicht auch wechselsweise und so ergänzend. Die Miriam Roth. Genau, Miriam Roth vom Initiativkomitee. Der Rudi Noser, sorry. Gabriela Sutter, SP-Nationalrätin. Kurt Ecker, Nationalrat von der Grünen und Professorin Irmi Seidel. Genau, und Moderator ist der Christoph Sutter. Seht ihr mich so? Keller. Gut. Gut. Super. Ist gut. Ja, ist dann gut. Danke für den Abend. Gut.
Also ich muss da... Aha. Ist gut so. Ja, begrüße Sie recht herzlich hier im Naturama zu dieser Podiumsdiskussion rund um Klimapolitik. Das ist ganz ein spannendes Thema, gerade auch, wenn man schaut, was in der letzten Abstimmung passiert ist. Ja, der Weltklimarat und der Weltbiodiversitätsrat, die haben Ende letztes Jahr zusammen eine Veranstaltung gemacht, wo sie eigentlich postuliert haben oder gesagt haben, dass der Klimawandel und Biodiversität ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Die hängen zusammen und dass man die Probleme eigentlich nur miteinander angehen kann. Also sowohl Klimawandel wie auch Biodiversität. Und es ist umso wichtiger, wenn man weiss, dass Biodiversität oder Pflanzen ein enorm wichtiger Faktor sind, um die negativen Auswirkungen vom Klimawandel denen zu begegnen. Und das ist dort, wo das Naturama als Kompetenzzentrum für Natur- und Nachhaltigkeitsfragen ansetzt. Wir machen Kurs für Lehrpersonen, wo wir Naturunterricht draussen ermöglichen, dass Kinder eben Natur draussen erleben können und nicht im Schulzimmer. Gemeindemitarbeitende können bei uns lernen, wie man öffentliche Grünflächen naturnah gestalten kann, um Biodiversität zu fördern. Das ist ganz wichtig für die ökologische Infrastruktur. Vielleicht haben Sie schon gehört von dem Begriff. Das geht eigentlich darum, dass man ein ganzes Netzwerk durch die ganze Schweiz macht, wo Arten vernetzt sind, Lebensräume miteinander vernetzt sind. Wir machen Klimaspaziergänge zum Beispiel, wo Menschen erfahren können, was es heisst, in einem Hotspot mitten im urbanen Raum zu sein, wie sich das so anfühlt und an welchen Ort dass man sich eben wohlfühlt als Mensch. Und das sind eigentlich immer Orte oder ganz häufig Orte, die mit Pflanzen verbunden sind. Entsprechend ist Biodiversität im Siedlungsgebiet unabdingbar, um mit diesen Hitzeauswirkungen gerade in der Stadt irgendwie umzugehen können. Wir haben hier ein Museum auch, wo wir komplexe Zusammenhänge auf eine einfache Art vermitteln können, dass Menschen auch verstehen, um was geht das, weil das sind sehr komplexe Sachen mit dem Klimawandel und der Biodiversität. Und wir haben rund ums Naturama herum einen wunderschönen Garten mit einer enorm hohen Artenvielfalt, wo wir exemplarisch aufzeigen können, wie Biodiversität im Siedlungsgebiet gelingen kann, auch auf kleinster Fläche und so auch Menschen dazu animieren, dass sie eben bei sich daheim im Garten oder irgendwo in der Stadt schauen, dass Biodiversität ihren Platz hat. In dem Sinn, Klimawandel, Biodiversitätsverlust gehört enorm zusammen und wir müssen miteinander gemeinsam dahinter gehen, um da einen Ausweg zu finden. Ich wünsche Ihnen eine ganz spannende Veranstaltung heute Abend und spannende Einsichten, wie wir da weitergehen können als Gesellschaft. Danke. Ja, einen schönen guten Abend. Meinerseits bin Dominik Sigrist vom Kernteam Klimaspuren und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, weil ich habe gesagt, dass wir die Veranstaltung in dieser Sprache durchführen, damit auch alle uns verstehen, auch die nicht des Schweizerdeutschen mächtig sind. Erstens möchte ich mal ganz herzlich danken Johanna Heckermann, die gerade gesprochen hat vom Naturama, die uns hier als Gastgeberin eingeladen hat. Das ist sehr schön, hier jetzt Station in Aarau zu machen mit Klimaspuren und mit Ihnen eben diese klimapolitische, ich sage jetzt mal, Elefantenrunde durchzuführen, weil wir wussten natürlich nicht, als wir diese Veranstaltung terminierten im Winter, welche symbolische Bedeutung jetzt dieser Moment hat zwischen einem abgelehnten CO2-Gesetz und einer möglicherweise kommenden Vorlage zur Gletscherinitiative. Ich möchte einfach ganz kurz etwas über Klimaspuren sagen, ohne allzu lang zu werden. Klimaspuren ist eine Wanderung, eine thematische Wanderung, die hat am 1. Juni in Graubünden in Lanz begonnen und geht bis am 12. Juli in Genf. Wir wandern jeden Tag
ein Stück weiter, besuchen Klimaschutzprojekte, Klimainitiativen, führen Diskussionen mit Gemeinden, mit Bauherren, mit Unternehmen. Es ist sehr breit angelegt. Das Ziel eigentlich ist, aufzuzeigen, dass Netto Null Klimaschutz möglich ist, dass der Klimaschutz quasi nicht dazu führt, dass wir unser Leben nicht mehr leben können. Wir möchten einfach positive Beispiele besuchen. Jeden Tag kommen zwischen 20 und 40 Personen mit. Es gibt auch noch Plätze, also wenn Sie noch Lust haben mitzuwandern, dann können Sie auf der Webseite klimaspuren.ch können Sie sich einschreiben, es kostet nichts, außer dass Sie vielleicht dann sein T-Shirt abkaufen. Das ist so unsere Spendenaktion. Und dann sind Sie dabei und ich kann Ihnen versichern, es ist eine super Community, die da entstehen ist. Einige sind da von den Mitwandernden. Viele sind wieder gekommen, weil sie so begeistert sind von diesem Projekt. In der Kerngruppe von Klimaspuren ist auch Zoe Stadler. Sie arbeitet wie ich an der Ostschweizer Fachhochschule. Köbi Gantenbein ist online dabei. Er ist der Verleger des Hochparterre, der Architekturzeitschrift. In der Gruppe dabei ist Lucie Wiesche vom SAC und Sylvain Badin aus Genf. Also das meine kurzen Informationen über dieses Projekt und ich möchte Ihnen jetzt schon danken, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese Diskussion hier zu führen. Das ist, denke ich, nicht selbstverständlich, aber ich kann Ihnen versichern, es hören ziemlich viele Leute online zu, also etwa 4 oder 5 Mal so viele wie hier im Saal sitzen, haben sich für die Online-Schaltung, für den Livestream angemeldet. Ich übergebe das Wort jetzt Christoph Keller, dem Moderator, ohne zu vergessen zu sagen, dass ich ihn kennengelernt habe, weil er einen ganz tollen Klimapodcast betreut. Der heißt Treibhaus. Dieser Podcaster ist, glaube ich, 2-wöchentlich ungefähr oder monatlich sind neue, sehr gute Sendungen, sehr gute Beiträge über die ganze komplexe Klimathematik. Bitte, Christoph. Ja, ganz herzlichen Dank, Dominik, und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu dieser Diskussion hier heute Abend. Ich setze den Werbespot gleich fort und sage, die nächste Ausgabe, einfach um hier noch anzuschließen, von Treibhaus wird genau die Thematik betreffen, die Sie vorhin angesprochen haben, den Zusammenhang zwischen Biodiversität und der Klimafrage. Damit beende ich aber auch den Werbespot und komme direkt aufs Podium. Ja, wir hatten eine denkwürdige Abstimmung zu einer Klimafrage und ich möchte Ihnen jetzt unsere Podiumsgäste hier vorstellen mit einer sehr konkreten Frage. Und die Frage ist eigentlich eine ganz einfache. Was bedeutet dieses Nein zum CO2-Gesetz? Und ich beginne bei unserer Ökonomin hier in der Runde. Ökonominnen und Ökonomen haben ja auf viele Fragen gute Antworten. Ich stelle Ihnen vor, Irmi Seidel. Irmi Seidel ist Ökonomin. Sie arbeitet beim der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, beschäftigt sich dort mit ökonomischen Fragen rund um Landschaftsgestaltung und Ökonomie, beschäftigt sich aber auch mit der sogenannten Post-Growth Society, also mit Wachstumsfragen und Wachstumsbegrenzungen. Irmi Seidel, was bedeutet dieses Nein zum CO2-Gesetz? Ja, guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde nichts zu Wachstum sagen heute, das ist ein bisschen ein anderes Thema, sondern CO2-Klima. Okay. Ja, was bedeutet das? Das ist natürlich, wie wir alle feststellen, ein Rückschlag für die Schweizer Klimapolitik. Es ist auch, weil Sie mich als Ökonomin ansprechen, ein Rückschlag für Ökonomen, weil wir eigentlich immer wir empfehlen ökonomische Instrumente und jetzt wären hier ansatzmäßig ökonomische Instrumente eingeführt worden und die sind abgelehnt worden. Das muss man ganz eindeutig sagen. Aber es ist auch ein Tag für die Ökonomie, denn diese Ablehnung eröffnet eine Diskussion, dass man tatsächliche Ökonomie betreibt. Denn das, was wir machen hier, ist ja absolut unökonomisch. Wir finanzieren die Zerstörung der
Umwelt. Wir haben letztes Jahr eine Studie herausgegeben über biodiversitätsschädigende Subventionen und viele davon sind natürlich auch klimaschädigend. Und in Vorbereitung habe ich jetzt mal zusammengestellt, welche Subventionen gesprochen werden, die eigentlich mit Vorgaben vom CO2-Gesetz eigentlich wieder zurückgenommen werden sollten. Also beispielsweise zu Treibstoffen. Es hätte ja bis maximal 12 Rappen die Treibstoffe steigen können. Und was subventionieren wir nicht alles, um Treibstoffe zu verbilligen? Wir passen die Mineralölsteuer und den Mineralölsteuerzuschlag nicht der Teuerung an und zahlen damit oder haben damit Steuerverluste von 700 Millionen Franken pro Jahr. Wir befreien die Zollausschussgebiete mit 20 Millionen Franken von der Mineralölsteuer und dem Zusatz. Wir gewähren Ausnahmen für die Mineralölsteuer von 160 Millionen. Also Sie sehen, das sind riesige Summen. Ich könnte jetzt auch noch mit dem Flugverkehr weitermachen. Das sind riesige Summen, wo wir die Nutzung verbilligen und dann hätte das CO2-Gesetz so ein paar Fehlanreize eigentlich wieder korrigiert. Und als Ökonomin muss ich jetzt sagen, es wäre super und ich werde auch entsprechend argumentieren, dass wir die Fehlanreize reduzieren, anstatt irgendwelche kleinen Anreize setzen, um sich etwas weniger unökologisch zu verhalten. Ja, das sind doch schon mal klare Worte. Ganz herzlichen Dank, Irmi Seidel. Miriam Roth, Sie sind Co-Präsidentin der Gletscherinitiative. Sie sind vom Beruf Pflegefachfrau und Stadträtin in Biel. Auch an Sie die Frage, was heißt das jetzt, diese Ablehnung des CO2-Gesetzes? Alle, die gut Französisch können, bitte jetzt aufpassen, die anderen auch, weil Miriam Roth wird ihr Statement auf Französisch abgeben. Merci Christophe. Je pense que nous on a aussi fait partie du camp des déçus, ça c'est clair. Je pense que nous on n'a pas envie de se mettre dans le fatalisme et la résignation par rapport à cette votation, par rapport à ce que le peuple en fait a décidé. On était surtout aussi très étonnés. Ce qui reste actuellement chez nous, c'est que notre projet, il est toujours là. Notre but, il est toujours là et on a envie de l'atteindre. On a cette énergie et cette envie de mener à bien ce projet de l'initiative pour les glaciers. On est super motivés et on a vu en fait que dès le départ de l'initiative pour les glaciers, on avait ce mouvement justement du peuple, de personnes très différentes, d'horizons très différents. Et en fait, ce mouvement reste. Donc, on a vu qu'après cette votation, les gens, ils continuent de se mobiliser, ils se mobilisent encore plus. Et nous, on va surfer sur cette vague-là. Si la vague persiste, ce qu'on espère. Ja, vielen Dank, Miriam Roth. Gabriela Sutter, Sie sind Nationalrätin der SP, Sie sind Mitglied der Umwelt-, Raumplanung- und Energiekommission. Ich muss sagen, die haben fast hier ein Gipfeltreffen der UREX, Ständerat und Nationalrat. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung der SP Schweiz und auch Präsidentin der SP im Kanton Aargau. Jetzt, Gabriela Sutter, auch an Sie die Frage. Auch die Sozialdemokraten gehören ja zu den Verlierern dieser Abstimmung. Was bedeutet das für Sie? Ich glaube, am 13. Juni haben wir alle verloren, auch die sogenannten Gewinnerinnen und Gewinner. Letztlich geht es eben um Klimaschutz und wir werden unsere Ziele sehr wahrscheinlich nicht erreichen, zumindest das Ziel 2030 -50% der CO2-Emissionen gegenüber 1990 auszustoßen oder zu reduzieren. Ja, für den Klimaschutz, für die Biodiversität, das ist ein schwerer Schlag, dieses Abstimmungsergebnis, dass eine so breite Allianz es nicht geschafft hat, dieses sehr moderate Gesetz durchzubringen. Das muss uns wirklich sehr stark zu denken geben, selbstverständlich. Unsere Bundesrätin hat gesagt, es ist nicht eine Absage an den Klimaschutz, sondern es ist eine Absage an das Gesetz. Und ich glaube, das ist dort tatsächlich wirklich wichtig, dass wir das aufnehmen. Die Ziele
des Pariser Klimaabkommens, die bleiben. Und es geht jetzt eigentlich darum, diese breite Allianz weiterhin zu einem, dass die an einem Strick zieht. Und die Gefahr besteht tatsächlich, dass wir da in verschiedene Richtungen auch jetzt losgaloppieren. Das hat man schon am Abstimmungssonntag gemerkt, oder wie verschiedene weitere Maßnahmen dann vorgeschlagen worden sind. Vielen Dank. Ja, das Stichwort des Pariser Klimaabkommens ist jetzt gefallen. Rudi Noser, Sie sind Ständerat der FDP für den Kanton Zürich. Sie sind aber auch Unternehmer. Sie haben sich als FDP-Mitglied und als einer der prägenden Figuren der FDP stark gemacht für dieses CO2-Gesetz. Ihre Basis war anderer Meinung. Was heißt das jetzt? Also angesichts dessen, dass es ein grosses Problem ist, das wir lösen müssen, gestatten Sie mir trotzdem zuerst sagen, für mich persönlich ist es eine persönliche Niederlage, weil ich habe, glaube ich, an vorderster Front versucht, die Scherbenhaufen aus dem Nationalrat irgendwie zusammenzukitten. Allerdings haben wir dann das mehrheitlich auch gemacht. Das heisst, dass wir schlussendlich waren wir im Parlament dann eine Mehrheit dafür, aber im ersten Augenblick war es wirklich eine persönliche Niederlage und die Präsidentin weiß, wir haben ein Video aufgenommen zum Ja und zum Nein in der Gletscherinitiative. Ich habe mich zuerst geweigert, zum Nein ein Video aufzunehmen, weil ich dachte, das brauchen wir nicht. Aber wir haben es dann trotzdem gebraucht und das ist eine Enttäuschung. Das Zweite ist, ich glaube, und das habe ich schon am Abstimmungssonntag gesagt, die Gletscherinitiative ist jetzt wichtiger als je zuvor, aus meiner Sicht, weil es wäre doch ein Weg, wie man wieder zu einer demokratischen Legitimation kommen könnte für die ganze Thematik, weil die Ohrfeige, die wir am Abstimmungswochenende bekommen haben, ist meiner Ansicht doch etwas härter. Und auf die Probleme der FDP würde ich dann in der zweiten Fragerunde Stellung nehmen. Also ich habe nur 2 Minuten, hat er gesagt. Ja, genau. Wir schieben die Schmerzgrenze noch ein bisschen nach vorne. Kommen zu Kurt Ecker. Sie sind ebenfalls Nationalrat, ebenfalls Mitglied der UREG. Sie sind auch Präsident der Grünen im Kanton Thurgau und haben auch eine berufliche Tätigkeit als Unternehmer. Jetzt auch an Sie die Frage, Kurt Ecker, was das bedeutet, dieses Nein zum CO2-Gesetz. Für die Grünen ja ganz besonders schmerzhaft. Ja, ich danke jedenfalls für die Einladung und guten Abend miteinander. Und selbstverständlich ist es auch für mich natürlich, was soll ich sagen, eine riesen Enttäuschung und auch ein Rückschlag. Ich bin auch der Meinung, dass es dann schwierig wird, mit diesen Zielen, die Ziele nicht in 2030 zu erreichen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt vorwärts schauen und ich gehe auch davon aus, dass wir uns einigermaßen einig sind. Es war ein Nein zum Gesetz und nicht ein Nein zum Klimaschutz. Es war ja einigermaßen interessant, dass man hat relativ wenig im Abstimmungskampf über Maßnahmen gesprochen. Es hat Emissionsreduktionen bei den Fahrzeugen oder bei den Gebäuden zum Thema Fossilen. Also die Maßnahmen sind wie im Prinzip so ein bisschen unbestritten. Man hat diskutiert über Lenkungsabgaben, über Benzinpreiserhöhungen und natürlich über den Klimafonds, wie das kompliziert hin und zurück fließt. Deshalb müssen wir natürlich in Zukunft, bin ich davon überzeugt, andere Wege finden, die tendenziell stärker auf Vorschriften gehen, so wie es Gletscherinitiative hat, oder halt auch stärker auf Investitionen seitens des Staates, wo wir in der Vergangenheit zum Beispiel im Gewässerschutz sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, und da sind wir schon eigentlich beim ersten Kapitel unseres Podiums. Ich möchte nämlich mit Ihnen jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen und ein bisschen ausloten, was denn möglicherweise hier schiefgelaufen ist. Nicht, weil es hier um irgendwelche Schuldzuweisungen geht, sondern weil wir doch, glaube ich, gelernt haben, wie komplex die ganze Thematik ist, wie schwierig es eben zu vermitteln ist, worum es geht und wie ernsthaft auch die ganze Situation ist und wie dringend das Handeln ist. Und ich glaube, wir können ja aus dem, was wir jetzt vielleicht ein Debakel nennen, wir haben es schon gehört, auch ein Stück weit nur lernen. Jetzt
Was sind die Ursachen dieses Debakels? Irmi Seidel, Sie haben es schon angesprochen. Man hat zum Beispiel die ökonomischen Fragen zu wenig ins Zentrum gestellt. Dieses Argument, das Sie gebracht haben mit der hohen Subventionierung, habe ich im Abstimmungskampf nur sehr selten gehört. Hat man zu viel über das individuelle Portemonnaie geredet und zu wenig über makroökonomische Fragestellungen? Ich glaube, dass es in dieser Abstimmung nicht wirklich das Thema war, Subventionen zu diskutieren, weil das Gesetz hat ja einen anderen Ansatz gehabt. Ich glaube, die Frage von Subventionen müssen wir insgesamt diskutieren, vielleicht jetzt wieder verstärkt und so weiter. Also das würde ich jetzt nicht zum Vorwurf machen. Was ich finde, ist, dass viel zu wenig die positiven Wirkungen vom CO2-Gesetz diskutiert worden. Da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, an die Wissenschaft ein bisschen einen Vorwurf. Es heißt immer, ja, das hilft uns, um irgendwie Paris zu erreichen oder um Klimawandel unseren Beitrag zu leisten und ist vielleicht nicht genug gesellschaftsökonomisch argumentiert worden. Das muss ich aber auch sagen, da hätte die FDP oder insgesamt die Konservativen wahrscheinlich alle dieses Thema aufgreifen müssen. Also zum Beispiel, welche positiven Effekte hat das CO2-Gesetz auf die Innovationen? Also das ist Innovationen anregt. Und es sind jetzt vielleicht nicht die super großen Innovationen, aber das können wichtige Innovationen sein, zum Beispiel im Bereich von Hausrenovation. Und was hat das für positive Wirkungen für die Menschen? Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, was ich gestern erlebt habe. In dem Haus, in dem ich wohne, wird im Moment das Haus isoliert und zwar mit so einem Retrofit-Innovation der EMPA mit 5 cm Masse kann man so viel isolieren wie 20 cm Isolationsmaterial. Und dann habe ich mit einem Arbeiter geredet und habe gesagt, ja, was machen Sie und so? Und er sagt, ah, Sie werden sehr zufrieden sein. Alle Leute sind sehr zufrieden, die das machen. Wir machen das schon seit Jahren, jedes Jahr 4 Häuser, weil das ist wirklich viel Arbeit. Und Sie werden sehen, die Häuser sind trockener, es ist mehr Wärme und so weiter. Also er war wirklich in einem gebrochenen Schweizerdeutsch, hat er mir das erzählt. Also das heißt, wir haben wirklich Vorteile für die Wohnqualität. Wieso haben wir das nicht diskutiert? Also das wäre zum Beispiel eines. Oder mit diesen mühseligen Erhöhungen der Treibstoffpreise. Ich meine, hätten wir einmal argumentiert, die erhöhen sich um so viel. Aber wenn ihr Autos kauft, die nur noch die Hälfte des Sprits brauchen, was es natürlich gibt, oder Elektroautos, das ist ja sowieso inzwischen günstiger, ein Elektroauto zu fahren als ein fossilgetriebenes, dann spart ihr sogar Geld. Also ich glaube, es war eine Diskussion, die so auf Leiden, Nachteile ausgerichtet war, aber nicht auf die Vorteile. Ja, Rudi Noser, Sie sind angesprochen, auch als Unternehmer und als Mitglied der FDP. Ökonomie ist ja Ihr Kernthema. Also Irmi Seidel sagt, aus der ökonomischen Perspektive hat diese Kampagne total versagt und Sie haben die Mitte offenbar nicht mitgenommen mit sehr einleuchtenden ökonomischen Argumenten. Ja, würde ich ein Ja sagen zu vielem, was Sie gesagt haben, aber ich glaube, es wäre gut, man würde noch etwas mehr Distanz zuerst gewinnen und das ganze Bild noch einmal anschauen. Und aus meiner Sicht, und das soll jetzt nicht arrogant tönen, weil ich habe es auch erst kapiert nach dem Abstimmungssonntag, also ich mache niemandem einen Vorwurf, einfach um das klarzustellen, man darf aber auch klüger werden nach einer Abstimmung. Aus meiner Sicht lag das Problem schon im Ja-Lager. Aber nicht so, wie Sie es gesagt haben, sondern etwas viel Fundamentaleres, oder? Weil das Ja-Lager war gespalten, oder? In zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die vertrete ich, die gesagt hat, mit dem Gesetz kriegen wir Rechtssicherheit, wir wissen, was die nächsten 10 Jahre gilt. Und die andere Gruppe, die gesagt hat, und wenn ihr Ja sagt, dann kommt das und das und das und das auch noch, oder? Und das ist unklug, weil das verunsichert den Bürger. Also, ich mache immer das gleiche Beispiel, oder? Man kann nicht national geschlossen für eine Vorlage sein und da muss man in jeder Stadt und jedem Kanton irgendwelche, ich sage jetzt in meinen Worten, Sie verzeihen es, grüne wahnsinnige Anliegen ablehnen mit einer anderen Mehrheit, oder? Und das hat uns zerrissen und das hat dazu geführt, dass vermutlich die Bürgerlichen nicht genügend überzeugt waren, auf der nationalen Ebene mitzumachen. Weil wir hatten in der Stadt Zürich die Abstimmung 2030 klimaneutral zu sein im Stadtrat
und sogar die Stadtregierung hat gesagt, das gehe nicht. Aber fast eine Mehrheit im Gemeinderat hätte es unterstützt, oder? Und diese Konflikte, die man zu früh gebracht hat auf der radikalen Seite, hat vermutlich die moderaten Leute eher etwas verunsichert. Ja, und das ist für mich das Grundproblem in der ganzen Sache. Man hätte zwei Komitees machen müssen. Ein so eines und ein bürgerliches Komitee. Und dann hätten die Bürgerlichen unabhängig argumentieren können und hätten auch den Leuten das vielleicht erklären können, weil diese Ökonomie war auf dem Podium sehr umstritten bei gewissen anderen Leuten, die auch dafür waren, oder? Das ist meine Analyse jetzt mal auf den ersten Blick. Ja, dann fragen wir doch die Angesprochenen, die gewissermaßen, ich sage es jetzt mal, auf dieser Welle des CO2-Gesetzes surfen wollten. Ich mache es jetzt ein bisschen bildhaft, ist ja mein Beruf. Und dann auf dieser Welle dann ein Stück weit weiter surfen wollten, auf einer grünen Welle. War das so? Ja, also wie vorhin schon gesagt, das Gesetz war sehr moderat und es war nicht unser Gesetz. Oder wir haben das mitgetragen, aber natürlich immer klar kommuniziert, dass wir eigentlich mehr wollen. Und das ist nach wie vor so. Wir haben jetzt nicht einen anderen Standpunkt. Ich möchte einfach noch reagieren auf Rudi Noser. Er sagt jetzt, es gab ein bürgerliches Komitee, wäre besser gewesen. Es gab ein Wirtschaftskomitee, das war aber auch nicht so wahnsinnig, also von Unternehmen auch getragen, von Verbänden, Wirtschaftsverbänden getragen. Es war aber auch nicht so wahnsinnig präsent im Abstimmungskampf. Ich empfand die Kampagne als sehr brav und wenig emotionalisierend, oder? Ich glaube, das ist das Problem. Und die Gegnerschaft, die hat es wirklich extrem gut geschafft, mit diesen Portemonnaie-Argumenten wirklich die Menschen als direkt Betroffene wachzurütteln. Und das haben wir irgendwie nicht geschafft mit unserer Kampagne. Ich glaube, das und dann die Kombination, eben, das ist eine sehr komplexe Vorlage, das hat man gesehen, irgendwie 500 Gramm Abstimmungsbüchlein, oder? Guckt niemand an, aber denken alle auch, nein, das ist furchtbar. Die Agrarinitiativen, die unglaublich mobilisiert haben auf dem Land, konnten einfach nicht dagegenhalten. Dann teilweise die Plakate dreimal ja oder haben natürlich dann auch dazu verleitet, bei der Gegenschaft dreimal nein einzulegen. Ja, also es gibt so viele verschiedene Faktoren, die zum Scheitern dann geführt haben. Gleich an Sie die Frage und nachher auch an Kurt Ecker, warum ist es denn so schwierig? Diese Zukunft, die Irmi Seidel jetzt schon ein bisschen skizziert hat, eine Zukunft, die bedeutet, wir werden energetisch von den ausländischen Zulieferern unabhängig. Wir führen ein gesünderes, besseres und vielleicht auch ein bisschen gerechteres Leben. Wir führen ein Leben, bei dem wir Geld sparen können und bei dem wir unsere Umwelt und unsere Biodiversität und unser Klima und möglicherweise sogar unsere Gletscher schützen. Warum war das so schwierig, diese Geschichte zu erzählen? Oder warum haben Sie es nicht gemacht? Ja, wir haben es schon versucht, zum Teil, oder? Aber die Kampagne habe nicht ich jetzt erfunden, natürlich. Alle Voten hier auf dem Podium sind frei von persönlichen Vorwürfen. wieso haben wir nicht das Positive bei der Wärmedämmung, das sehe ich natürlich auch, aber das hat nicht direkt etwas mit den CO2-Emissionen zu tun, natürlich. Man kann ein Haus dämmen und also, wenn immer noch die Ölheizung läuft, dann haben wir nicht eine Netto, also erreichen wir Netto Null trotzdem nicht, oder? Also, ja, ich glaube, das Problem war auch eben die hohen Kosten, die befürchtet wurden. Eben wenn man eine Ölheizung rausreißt, ja, dann bekomme ich vielleicht nur 3.000 Franken als Fördermittel für die Wärmepumpe. Die kostet mich aber doppelt so viel wie ein Ersatz einfach nur der Ölheizung. Solche Argumente, oder, haben schon auch gezogen. Da hat der Hauseigentümerinnen und Eigentümerverband schon auch eine ganz schlimme Rolle gespielt. Kurt Ecker, warum hat das grüne Storytelling, um mal einen journalistischen Begriff hier in die Runde zu werfen, warum hat der nicht funktioniert? Ja, das ist sicher
eine gute Frage und da müssen wir auch in uns gehen. Also das eine muss man vielleicht schon noch sagen, es war schon auch viel Pech dabei, oder? Im Sinne von, dass wir die drei, also auch die Agrarvorlagen mit dabei hatten, dass es schlechtes Wetter war einen Monat lang, dass es eine Behördenvorlage auch war und dann ist es irgendwie natürlich eine Tatsache, dass wir wir oder überhaupt alle, die da auf der Pro-Seite standen, wir konnten das, die ökonomischen Argumente eigentlich nicht drüber bringen, weil grundsätzlich war ja das ein gutes Konstrukt mit diesen Rückerstattungen, oder? Aber das konnten wir irgendwie nicht verkaufen, oder? Offensichtlich ist es relativ zu kompliziert. Und dann, wie gesagt, es ist eine Behördenvorlage, es ist, wie Frau Sutter schon gesagt hat, ist natürlich auch nicht unsere Wunschvorlage und es war dann wie im Prinzip niemandem seine Wunschvorlage, oder? Mhm. Das sind dann ja natürlich auch die Mitte und die FDP sind so alle halbpatzig, wie man so sagt, oder? War man dabei, es war tatsächlich dann niemand mit Herzblut hat dafür gekämpft, obwohl es eigentlich eine gute Vorlage war, ein typisches Beispiel, glaube ich, auch, wo man einen Kompromiss gesucht hat, wo auch wir tatsächlich dann deutliche Schritte zum Kompromiss hin gemacht haben, oder? Und ja, ist irgendwie jetzt tatsächlich vor allem unglücklich gelaufen und dass die Geschichte dann halt auf das Portemonnaie rausläuft. Ja, da haben vielleicht alle etwas zu wenig, von Beginn weg zu wenig reagiert. Das glaube ich schon auch, dass man das etwas spät gemerkt hat, oder? Irmi Seidel. Ja, ich glaube, ein Argument, das wir jetzt hier noch nicht gehört haben, das ist die enorme Finanzierung der Gegenkampagne. Und ich glaube, das müssen wir uns wirklich vor Augen führen. Das ist die Mineralölindustrie und die Autoindustrie und die ja enorme Gelder da reingepumpt haben. Ich habe versucht, das rauszufinden, wie viel es ist. Ist wohl noch nicht so ganz klar, aber es waren enorme Summen. Und das ist ein bekanntes Muster, dass Technologien so lange ausgeweizt werden wollen wie möglich. Und das macht natürlich die Automobilindustrie in Deutschland insgesamt und natürlich auch die Importeure und auch die Mineralölfirmen, die wollen so lange wie möglich noch natürlich das verkaufen. Und das müssen wir sehen. Das ist wirklich ein Kampf des Bestehenden gegen etwas Neues. Und auch wenn das Bestehende weiß, es läuft aus, sie wollen noch so lange wie möglich abschöpfen. Und ich glaube, wir müssen das auch thematisieren. Ich meine, wie kommt es, dass da einfach Millionen wahrscheinlich da an Geldern ausgegeben worden sind? Ich vermute sogar auch ganz viel in Social Media. Und so konnte natürlich dieses Argument, dass das was bringt, ökonomisch, wurde ja eigentlich mit Lügen begegnet, weil ja 2/3 der Schweizer Bevölkerung davon profitiert hätten. Und das waren ja definitiv Lügen, die da finanziert worden sind. Und ich glaube, das müssen wir auch so benennen. Das sind Lügen. Ich meine, das ist wirklich Fake. Und das ist keine gute politische Kultur. Und ich hoffe wirklich, dass wir in der Aufarbeitung das auch immer wieder betonen und das irgendwie nicht vergessen, weil wir sollen nicht weiterhin so abstimmen. Und da möchte ich eigentlich auch noch dazu fügen, dass das natürlich ein Ökonom, Piketty, ein französischer Ökonom, warnt davor. Er sagt, dass große Geld und auch sehr große Vermögensunterschiede unterminieren die Demokratie. Und das ist eigentlich das, was hier stattgefunden hat. Die Demokratie ist hier unterminiert worden. Ja, Herr Noser, ich weiß, Sie sind nicht einverstanden, aber jetzt will ich gleich noch was zu Ihrer Position sagen. Sie sagen, Sie persönlich waren dafür, wunderschön, aber ich habe jetzt das Interview mit dem Herrn Dümmler von Avenir Swiss gelesen, haben Sie vielleicht auch gelesen, der sagt, er hat leer eingelegt. Also ich meine, das finde ich einfach unglaublich, leer einzulegen. Und die Rechte, also ich meine, das auch noch zu sagen, und eigentlich haben sich ja die Wirtschaftsverbände dafür ausgesprochen. Und vielleicht als letztes Argument noch die Wirtschaft, Sie sagen, das wäre vielleicht gut gewesen, ein Wirtschaftskomitee zu haben, aber das war ja überhaupt auch nicht einstimmig und wäre in die gleiche Richtung gegangen.
ganz kurz anhören und nachher unbedingt mich bekommt. Also man kann nicht nur kurz sein, man muss ehrlich sagen, oder? Wenn man so argumentiert, muss man nicht darüber nachdenken, warum es dann ein Nein gibt. Oder? Das ist einfach sehr gefährlich, oder? Weil sie argumentieren sehr moralisch. Und ich möchte Ihnen jetzt ein radikales Gegenargument bringen, unabhängig davon, ob ich jetzt hier die Mehrheit habe oder nicht. Sie haben gesagt, es gab eine Branche, die hat für ihre Interessen gekämpft. Das ist legitim, Entschuldigung, das ist legitim. Wir hatten auch Geld. Wir haben genügend Geld. Das unheimliche verschwenderische Jagdgesetzabstimmung, die die NGOs gezahlt haben, die unheimlich finanzierte KV-Initiative, dieses Geld hat in der CO2-Abstimmung gefehlt. Da müssen wir Klartext reden, weil die hatten kein Geld mehr. Aber da muss man sich selbst überlegen, oder? Die NGOs haben gesagt, okay, das CO2-Gesetz geht von selber durch, wir investieren das Geld in andere Orte. Das wurde mir mehrmals von mehreren NGOs auch so gesagt. Muss man einfach Klartext reden. Und da muss man nicht erstaunt sein, wenn dann eben an einem anderen Ort plötzlich Geld erscheint. Man muss gefälligst in der Lage sein, über mehrere Dinge nachzudenken. Und man kann nicht fundamental von NGOs her so argumentieren und dann bei fundamentalen Abstimmungen, wo es moralische Keule geschwungen wird, mit viel, viel Geld kommen und dann staunen, wenn die Branchen ihre Interessen vertreten. Weil das ist legitim. Hätten wir das Geld auf das CO2-Gesetz konzentriert, hätten wir mehr Geld gehabt als diese Branchen. Muss man einfach auch sagen. Ganz kurz bei diesem Argument der Demokratie bleiben. Und ich wende mich jetzt an Sie, Miriam Roth. Die Gletscherinitiative ist ja eine sehr demokratisch aufgebaute Bewegung. Sie setzt eben nicht auf NGOs primär, setzt nicht auf Parteien, sondern ist eine Bürgerinnen- und Bürgerbewegung, die sich auch als modellhaft für das Modell Demokratie versteht. Jetzt sind wir hier mitten in einer Demokratiediskussion. Was heißt das jetzt für die Gletscherinitiative? Ist auch gewissermaßen die Abstimmung über die Gletscherinitiative letztlich, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, mit den Worten von Irmi Seidel, käuflich? Ja, ich denke, es ist schon so, dass die Nein-Kampagne war sehr auf Kosten und sehr auf Geld und was wir allen verlieren und was wir allen ausgeben für das Klima. Ich glaube, dass die Ja-Kampagne war zu wenig auf die realistischen Kosten fixiert und was wir wirklich verlieren und was wirklich wichtig ist, ist unsere Zukunft. Und ich denke, es ist schon so, dass den Nein-Kampagne war sehr auf den Portemonnaie und das funktioniert. Und wenn wir uns ein bisschen überlegen, was wirklich wichtig ist und wie wir das schaffen, ist es eben mehr Zukunft, einfach schützen und schauen, dass wir noch hier leben können. Jetzt im Hintergrund steht ja das Pariser Klimaabkommen. Das Pariser Klimaabkommen verpflichtet die Schweiz und andere Länder bis im Jahr 2050 auf maximal 2 Grad Klimaerwärmung global zu gehen, nach Möglichkeit auf 1,5 Grad. Jetzt frage ich Sie hier auf dem Podium, ist die Einhaltung eines solchen internationalen Vertrags überhaupt ein Gegenstand, dass man demokratisch nochmals darüber entscheiden soll? Oder wäre es nicht richtig, einfach gerade direkt aufgrund dieses Klimaabkommens, ich sage es jetzt zugespitzt, Verbote und Maßnahmen auszusprechen? Ist Demokratie manchmal nicht auch nicht die richtige Form, um über bestimmte Sachen abzustimmen? Herr Ecker, es ist nur ein Mikrofon, nicht ein Giftbecher oder sowas. Aber ich mache jetzt gleich trotzdem noch eine Vorbemerkung zu Herrn Noser. Also eigentlich haben wir abgemacht, dass wir dahin nicht Schuldzuweisungen machen. Und Herr Noser, hat jetzt die NGOs in die Pfanne gehauen und eigentlich hätte das Geld ja von eurer Seite kommen müssen. Wir haben ein liberales Gesetz. Ein liberales Gesetz haben wir dem Volk vorgelegt und dann hätte eigentlich von eurer Seite das Geld kommen sollen, falls es überhaupt gefehlt hat. Aber vielleicht jetzt zur Demokratie. Ich bin also schon ein strenger Verfechter der Demokratie und ich bin eigentlich der Meinung, dass das eine gute Abstimmung gibt, dass wir da zu diesem Klimaziel
Stellung nehmen. Es gäbe dann, was soll ich sagen, gäbe dann endlich die Legitimierung, wo man wahrscheinlich einfacher dann auch Maßnahmen darauf aufbauen kann. Und dass natürlich Demokratie manchmal lästig ist, ist uns allen klar. Aber irgendwie sind wir insgesamt in den letzten 150 Jahren nicht so schlecht damit gefahren. Ich spüre Zustimmung auf dem Podium. Gabriela Sutter. Ich bin eine vehemente Verfechterin der Demokratie. Entsprechend finde ich es natürlich gut, wenn alle Entscheidungen demokratisch abgestützt sind. Aber die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens ist natürlich schon demokratisch legitimiert. Also der Bundesrat wird ja eben von demokratisch gewählten Personen, nämlich nationalen Ständerat, gewählt und entsprechend dann hat er die Kompetenz, solche Abkommen zu unterzeichnen. Also das hat niemand opponiert damals oder bei der Unterzeichnung des Abkommens. Ich finde es ganz wichtig, dass wir einen Klimaartikel in der Verfassung haben. Oder? Deswegen unterstütze ich voll und ganz natürlich die Gletscherinitiative und das Ziel eben da zu verankern in unserer Bundesverfassung. Aber nachher braucht es natürlich auch die entsprechenden Gesetze und Verordnungen, damit man dann Nägel mit Köpfen machen kann, weil eben ein Verfassungsartikel heißt noch nicht, dass man dann eben Klimaschutz betreibt. Aber man könnte das, die Abstimmung auch lesen als ein Plebiszit gegen das Pariser Klimaabkommen? Nein, das würde ich wirklich nicht so unterschreiben. Im Gegenteil. Also ich glaube, es ging da explizit um die Maßnahmen, die kritisiert worden sind. Also so sind ja auch die Gegnerinnen und Gegner aufgetreten. Sie haben nie eigentlich gegen das Pariser Klimaabkommen geschossen, soweit ich mich erinnere. Also zumindest nicht gegen die Ziele. Ja. Ich glaube, so weit habe ich auch nie etwas gehört. Aber ich glaube, die Frage würde ich etwas anders stellen, oder? Weil wenn das CO2-Gesetz angenommen wäre, wäre Ihre Frage hundertprozentig richtig gewesen, oder? Aber jetzt ist das CO2-Gesetz abgelehnt und jetzt stellt sich ja die Frage, wie kommt man wieder zu einer demokratischen Legitimierung? Das ist ja die Grundsatzfrage, oder? Genau. Weil das Gesetz 2010, das wurde zwar im Parlament beschlossen, war aber nie vor dem Volk, oder? Also das war auch demokratisch legitimiert, aber war nie in einem Referendum. Und jetzt haben wir das erste Mal ein Referendum, das wurde abgelehnt. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder zu einer Legitimierung? Und ich glaube, eben auch die Gegner, soweit wie ich es gehört habe, ich weiß nicht, ob ihr anders gehört, aber die haben sich bei der Zielsetzung von Paris nie negativ geäußert, meiner also auch im Nachgang der Abstimmung nicht. Und darum wäre es vermutlich schon besser, man würde ja mit der Gletscherinitiative oder mit einem sinnvollen direkten Gegenvorschlag eine Legitimierung bekommen, um dann wieder zu überlegen, was sind die richtigen Maßnahmen oder welche waren richtig, welche muss man neu bringen und so weiter und so fort, um in den Prozess weiterzukommen. Ich glaube, sonst wird es sehr schwierig, in Bern Mehrheiten zu finden. Und nur noch ganz kurz den Punkt. Wir sind ja eigentlich schon vertragsbrüchig, weil wir ja die Klimaziele nach dem Kyoto-Protokoll bis Ende 2020 nicht eingehalten haben. Und wir legitimieren jetzt eigentlich diese Vertragsbrüchigkeit noch auf weitere Jahre hinaus. Kann das gut gehen, Irmi Seidel? Demokratietheoretisch haben wir ja da doch auch noch ein kleines weiteres Problem. Ja, aber das ist natürlich das Problem vom Kyoto-Vertrag und jetzt auch vom Pariser Vertrag, dass es ja keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Die Gesetze sind zwar völkerrechtlich bindend, aber es gibt ja keine Sanktionsmöglichkeiten. Und es gibt ja im Paris-Abkommen auch nicht jetzt so einen festen Pfad, wie das in der Gletscherinitiative vorgesehen ist, dass es maximal linear ist. Minimal linear. Und das ist natürlich das Problem, aber das ist ja auch das Problem vom Pariser Abkommen. Und jetzt vielleicht noch zur Schweiz. Ja, wir haben immer nach der Abstimmung jetzt gehört, dass die Gegner zu
Klimaschutz stehen, zum Abkommen. Aber ich habe natürlich schon öfters auch gehört, ja, wieso soll die Schweiz was machen? Die Schweiz hat ja nur so 0,1% Ausstoß und wir ändern, ich glaube, das hat sogar der Herr Immisch in der Arena gesagt, und wir ändern doch sowieso nichts, ob wir da jetzt mehr oder weniger ausstoßen oder nicht. Also es ist kein explizites Hinterfragen, aber so ein implizites, oder müssen wir uns da jetzt wirklich beteiligen? Das habe ich schon ab und zu gehört. Ja, die Analyse ist noch nicht abschließend gemacht. Wir sind immer noch gewissermaßen auf Spurensuche. Aber jetzt nimmt mich natürlich Wunder, Miriam Roth, was sind die Lehren für das, was jetzt auch hier im Zusammenhang mit den Klimaspuren auch heute Abend im Zentrum steht? Was sind die Lehren für die Gletscherinitiative? Und vielleicht erklären Sie jetzt auch mal ganz kurz fürs Publikum nochmal, worin liegt denn jetzt die Sprengkraft der Gletscherinitiative? Warum müssen wir jetzt auf die Gletscherinitiative setzen? Ja, die Gletscherinitiative ist den nächsten Ziel und den nächsten Projekt, die der wirklich Klimaschutz bringt. Und die Gletscherinitiative bringt eben der Schweiz auf der Klimaschutzweg, und es ist einfach das Projekt, der jetzt steht und der Projekt, der man unterstützen kann. Und ich denke, was man lernen kann, ist einfach, dass wir müssen wirklich schauen, was ist genau der Punkt und was ist wirklich jetzt wichtig zu machen und einfach den Leuten zu zeigen, wie wird es, wenn man das nicht macht? Und was verlieren wir wirklich? Und ich denke, die Leute, die sind nicht, in der Schweiz sind wir nicht gegen Klimaschutz. Ich denke, es ist einfach die Art, wie man Klimaschutz bringt und wie man die Leute anspricht und ja, einfach die Art auch. Und aber ich denke, mit den Gletscherinitiativen, das schaffen wir es schon. Weil, ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, wir kommen gleich zum Publikum, weil natürlich die Gletscherinitiative eigentlich nur die Klimaziele von Paris 2050 wiederholt. Oder gibt es da noch eine Sprengkraft, wo man sagen könnte, huiuiui, jetzt passiert aber was? Hurdinosa. Also wenn man mit gewissen Leuten spricht, lesen sie das raus. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich lese das nicht raus. Aber wenn der Bundesrat mit einem Gegenvorschlag kommt, der exakt sich an Paris orientiert als die Gletscherinitiative, müsste man von uns aus die Größe haben, das auch anzuschauen. Oder sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, die Differenzen sind nicht sehr groß. Gletscherinitiative zum Pariser Abkommen. Aber das ist doch gut schon, oder? Also, ja, aber jetzt sage ich als Liberaler etwas ganz Gefährliches. Also, wenn man auf Null kommen will, muss man auch verbieten. Dann wird man ja nicht drum herumkommen, dass es gewisse Technologien nicht mehr geben wird. Ob sie aussterben oder verboten sind, ist dann vielleicht noch eine Grenzdiskussion. Aber man wird auf jeden Fall mit Dieselmotoren und Benzinmotoren nicht auf Null kommen. Absenkpfade ist ja das. Der lineare Absenkpfad ist ja aber schon ein Triggering Moment, oder? Dass die Verpflichtung drinsteht, es braucht verbindliche Absenkpfade. Ist denn das vielleicht der Ort, wo man dann wieder in so eine Diskussion hineinkommt? In der Initiative, ja. In den Übergangsbestimmungen. Also in der Initiative steht einfach, dass ein Gesetz dann ein mindestens linearen Absenkpfad definieren muss. Oder das ist dann eben noch nicht, wenn man die Initiative angenommen hat, ist dann das Gesetz mit dem linearen Absenkpfad noch nicht da. Das muss dann auch nochmal ausgehandelt werden. Ich glaube insgesamt, also auch die Gletscherinitiative ist ein sehr moderater Vorschlag, wie wir auf Netto Null kommen. Also es ist eigentlich zu lasch, oder? Wir sollten eigentlich schneller vorwärts machen, aber es ist vielleicht mehrheitsfähig. Wir haben zumindest der Rudi Noser auch dabei und der steht nach wie vor voll und ganz hinter der Gletscherinitiative, hoffentlich. Ja, genau. was war die Frage? Ja, wie viel Potenzial eben in diesen Absenkpfaden drinsteht. Ja.
Ja. Und Sie sagen jetzt, das muss auch nochmal in einem Gesetz geregelt werden. Da gibt es eigentlich keine direkte, sage ich jetzt mal, keinen direkten Diskussionsbedarf. Ja, genau. Also Absenkpfade braucht es natürlich, damit man entsprechende Maßnahmen nachher definieren und umsetzen kann. Sonst könnte man eben ein Ziel in die Verfassung schreiben und dann 2049 oder sagt man, okay, jetzt müssen wir nächstes Jahr auf Netto Null sein. Aber man hat die ganze Zeit nichts gemacht. Aus diesem Grund setzt man diese Absenkpfade. Das ist sehr sinnvoll. Linear ist auch eher zaghaft natürlich. Sollte eigentlich schnell jetzt runtergehen, aber immerhin besser als gar nicht. Gut, Ecker. Ja, also die Gletscherinitiative hat natürlich schon einige ganz wesentliche Vorteile, dass sie zu einer Mehrheit kommt. Also es ist eine Volksinitiative, da hat es Leute dahinter, die mit Herzblut dafür kämpfen. Es ist 2050 und nicht 2030, oder? Das ist also auch noch fast eine Generation dazwischen und ist, wie gesagt, der Absenkpfad, der ist dann, soll ich sagen, der ist relativ moderat. Wir haben schon das Gefühl, dass es viel schneller gehen muss. Also sind alles Chancen, die dazu führen, dass das gut kommen kann. Die Kostenfrage, die bleibt dann natürlich. Also wenn man diskutiert dann trotzdem über Absenkpfade und da kommt die Frage, wie viel kostet das und wer bezahlt das? Also diese Diskussion werden wir nicht gleich, aber ähnlich wie beim CO2-Gesetz natürlich genauso wieder haben. Aber wir können uns jetzt ja darauf vorbereiten und es wäre sicher ein guter Schritt, wenn wir das quasi das Pariser Abkommen da verfassungsmäßig verankert hätten. Jetzt bleibe ich gleich bei Ihnen. Der Kern, wenn ich das jetzt bei Ihnen so heraushöre, ist dieser Gedanke des Verbots. Also Verbot bis 2050. Ich frage Sie jetzt, Kurt Ecker, ist eigentlich nicht ein Verbot das demokratischste Mittel, um etwas zu regulieren? Weil Verbote gelten ja dann für alle. Also ob mein Nachbar jetzt einen Bentley gefahren ist oder ein Velosolex, wenn ein Verbot besteht, darf er einfach nicht fahren. Und ob ich jetzt ein Bentley habe oder einen Velosolex, ich darf auch nicht fahren. Das heißt, es hat ein recht großes Potenzial auch einer sozialen Gerechtigkeit. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich denke natürlich schon auch in dieser Richtung. Und wenn man das noch etwas weicher formulieren will, dann sind es Vorschriften, anstatt Verbote, oder? Das tönt noch ein bisschen angenehmer. Und ich liebe eben das Wort Verbote. Aber und ich meine, auch im Zusammenhang mit mit Vorschriften haben wir natürlich in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht. Das berühmte Beispiel ist der Katalysator oder im Straßenverkehr überall. Oder also Ozonloch, ich bin genau, ja. Oder? FCKW, und ich bin schon der Meinung, dass das ein Teil der Lösung sein muss und kann, zumal es natürlich absolut die kostengünstigste Lösung ist, wenn man Vorschriften macht. Oder? Was sagt die liberale Seite auf dem Podium? Verbote sind demokratisch und sie machen ja auch etwas klar, oder? Sie haben ja vorhin gesagt, wenn wir wissen, ab 2030 gibt es keine Verbrennungsmotoren, kann sich die Wirtschaft an dieser Maßgabe ausrichten. Also es wurde ja im Abstimmungskampf sehr oft gesagt, es sei ein administratives Monster und ein Verbot ist halt einfach administrativ relativ einfach. Die Frage wäre noch, wie geht man mit Investitionszyklen und Abschreibern um? Das wäre eine ökonomische Frage, weil da gibt es auch Gewinner und Verlierer, das muss man noch genau anschauen. Aber es ist nicht a priori so, das sage ich immer, da habe ich auch ab und zu Streit, Verbote sind nicht a priori nicht liberal. Also es kann auch liberale Verbote geben. Von dem her, wir kennen ja in vielen Gesellschaftsthemen Verbote in dem Sinn. Also ist das für mich kein Tabuthema. Es gibt aber eben neben den Verboten noch ein weiteres Problem, oder? Und das muss man einfach wissen. Es gibt auch noch Emissionen, die nicht vermeidbar sind.
Und über das muss man dann eben auch noch diskutieren. Das ist nicht ganz so einfach zu lösen mit Verboten, oder? Also jeder von Ihnen stoßt CO2 aus und wir alle zusammen sind etwa 8 Menschen, sind etwa eine Großvieheinheit, oder? Also auch die Tiere stoßen das aus und so weiter und so weiter. Wir werden noch ein paar Probleme zusätzlich lösen müssen, um das genau anzuschauen. Sind Verbote nicht einfach grundsätzlich sozial gerecht? Frage ich die Sozialdemokratin. Es kommt darauf an, in welchem Zeithorizont sie verordnet werden, oder diese Vorschriften und Verbote. Wenn Sie natürlich sagen, ab nächstes Jahr keine Benziner mehr auf der Straße, dann ist das nicht sehr sozial. Dann gibt es Leute, die eben das Geld haben, um ein Elektroauto anzuschaffen und die anderen eben nicht. Wenn Sie aber sagen, bis 2030 oder 2035 2030 gibt es keine Ölheizungen mehr oder keine eben Benziner mehr auf der Straße, ist das eine andere Dimension. Dann gibt es Planungssicherheit, man kann sich einstellen darauf, die Wirtschaft kann sich einstellen, entsprechend fallen die Preise für die Produkte und das hätte dann eine positive Wirkung, meiner Meinung nach. Was sagt die Ökonomin? Bevor wir dann zu Miriam Roth kommen, die das nochmal aus der Sicht der Initiative erklären muss. Entschuldigung. Ja. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass man mit Preisen natürlich gut die Nachfrage steuern kann und dass der Marktmechanismus effizient ist. Und obwohl ich eine kritische Ökonomin bin, glaube ich an die Wirkung von Preisen. Und ich fände es auch gut, mit Preisen zu steuern. Ich denke, so wie Sie das gesagt haben, wenn es einen gewissen Zeithorizont gibt, dann sind Verbote zweckmäßig. Auch wenn es sehr gefährliche Stoffe gibt, sind Verbote zweckmäßig. Das hängt auch vom Gegenstand ab. Natürlich FCKW, das war definitiv, da konnte man nicht mit Preisen steuern. Also ich denke, man muss schauen, wofür. Ich bin einfach ein bisschen vorsichtig. Jetzt sind alle frustriert nach dem CO2-Gesetz, Abgaben. Lenkungsabgaben hat nicht funktioniert, dann machen wir halt Verbote. Also Vorsicht, 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 weil die Schweiz ist ein sehr, sehr liberales Land. Und da jetzt Verbote zu formulieren, denken Sie nur an die Corona-Zeit zurück. Nur schon das Verbotswort, glaube ich, schafft so einen Urdrang, dagegen zu sein und aufzustehen und irgendwie gegen Bern oder was immer irgendwie ins Feld zu ziehen. Ich wäre sehr vorsichtig mit Verboten, wenn es notwendig ist und ein langer Horizont, dann ja, aber sonst Zurückhaltung, ja. Miriam Roth, es steht in der Initiative Verbot. Ja, es steht Verbot, aber ich kann mich selber nicht so vorstellen, dass man Klimaschutz macht, ohne dass man irgendetwas reduziert oder verbietet mit der Zeit. Es ist einfach unmöglich und das müssen wir auch erklären. Man kann nicht sagen, wir sagen ja zur Gletscherinitiative, aber wir machen nichts. Das geht einfach auch nicht. Und ich wollte nur noch kurz etwas sagen wegen 2030 und 2050. Es ist so, dass es immer wieder kommt, dieser Kommentar, warum ist es nicht 2030? Es ist nicht, weil es 2050 steht, dass man nicht früher etwas machen kann. Und ja, wir würden sehr froh sein, wenn es viel schneller kommt. Bevor wir zum Publikum gehen, noch ein Aspekt, der mir doch wichtig scheint in der ganzen Diskussion, nämlich es gibt nach wie vor die Klimabewegung, es gibt die Klimajugend. Sie wissen, dass Extinction Rebellion an den Bundesrat getreten ist mit einem offenen Brief, mit ganz klaren Forderungen und mit einer Drohung, dass man Zürich, ich glaube, so kann man es sagen, lahmlegen will. Also es gibt da radikale Kräfte in der Gesellschaft, die sehr wirksam werden in der Zwischenzeit. Wie geht diese Initiative oder das Umfeld dieser Initiative mit diesen Kräften um? Die werden sich ja kaum jetzt irgendwie hinter die Gletscherinitiative stellen wollen.
Ich glaube nicht, dass die Bewegungen gegen den Gletscherinitiativ sind. Ich habe selber häufig Kontakt mit Aktivisten und Aktivistinnen und ich denke nicht, dass sie dagegen sind. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir mit dieser Bewegung auch arbeiten können und in Kontakt bleiben und dass wir mit dieser Bewegung auch reden können, weil ich denke, dass den Anliegen, die sie haben, haben wir eben auch grundsätzlich und den Art ist einfach anders. Es ist eine andere Mittel, aber ich denke nicht, dass sie grundsätzlich dagegen sind. Und ich finde es wirklich sehr spannend, dass wir auch zusammen etwas machen. Wo liegt das Potenzial, um die Grünen zu mobilisieren für die Gletscherinitiative? Auch die Grünen haben ja in ihrem Papier formuliert, eigentlich 2030 als die nächste Zielgröße, die es zu erreichen gilt, und nicht 2050. Da liegen ja immerhin 20 Jahre dazwischen. Ja, die Grünen kann man damit mobilisieren, indem man auch Maßnahmen ins Auge fasst, oder? Deshalb sage ich die Verankerung der Zielsetzung und der lineare Absenkpfad, das ist wichtig für die Legitimation von Maßnahmen. Aber es gibt für mich natürlich eine zweite Schiene und die läuft halt mehr oder weniger parallel, dass wir Maßnahmen verankern können, allenfalls auf gesetzlicher Ebene, und das muss nicht zwingend das genau gleiche CO2-Gesetz sein, das muss auf verschiedenen Ebenen laufen, und es hat ja natürlich Themen, die sind von der Gletscherinitiative gar nicht abgehandelt, also jetzt nicht als Vorwurf, sondern das ist auch gut so, also die ganze Thema mit der Landwirtschaft, die ganze Finanzplatz, importierte Emissionen und so, also das für mich ist die zweite Schiene mit den Maßnahmen und deren Verankerung natürlich ebenso wichtig, oder? Und damit, wenn wir dort einen Schritt weiter kommen, dann haben wir auch die Grünen für die Gletscherinitiative. Gut, und die Wirtschaft wird ja froh sein, dass der Horizont 2050 beträgt und dass man nicht allzu schnell jetzt hier umstellen muss, oder sehe ich das falsch? Also da nehme ich jetzt die Wirtschaft in Schutz. Es ist, soweit wie ich weiß, sind es viele Firmen, eben viele Firmen, die sich auf Netto Null 2050 verpflichtet haben. Ich kenne keinen Kanton und keine Stadt im Moment, oder, die das effektiv macht. Und es gibt doch einige Firmen jetzt, die einiges unternehmen in dem und auch sagen, mit dem machen wir sogar ein positives Marketing. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Also ich glaube, die Wirtschaft muss bei diesem Thema momentan nicht in die Pflicht genommen werden, in erster Linie. Ich glaube, es ist eher der Konsument im Moment. Und darüber müssten wir dann auch mal nachdenken, oder? Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo ich ins Publikum gehen darf, weil da sitzen sie ja, die Konsumentinnen und Konsumenten in der einen oder anderen Art. Und ich möchte jetzt die Diskussion hier eröffnen. Ich gehe ganz schön der Reihe nach. Wir sind ja in einer Demokratie. Da heißt auch, dass Sie zuerst kommen. Ja, ich möchte noch etwas. Danke. Herr Noser, ich möchte noch etwas korrigieren. Sie haben gesagt, dass es unvermeidbare Emissionen gäbe an CO2 und haben das Beispiel der Atemluft genommen. Und das ist falsch. Wir konsumieren kein Erdöl und keine Kohle, sondern alles biokonforme Stoffe, Zucker und so weiter. Ich glaube, das ist so. Danke, ich übernehme das Mikrofon. Danke. Also, es ist einfach so, wenn Sie CO2 emittieren, egal wo, wenn das in dem Augenblick kompensiert ist, haben Sie recht. Und wenn es eine gewisse Zeit da ist, wird es strahlenwirksam. Das heißt, wir müssen auch in dem Augenblick, wo Sie CO2 emittieren, egal wo, müssen Sie es genau kompensieren. Dann haben Sie hundertprozentig recht. Und wenn Sie das nicht tun, nicht. Das ist aber ein einfaches Beispiel. Wenn Sie einen Baum nehmen und den Baum konsumieren, also verbrennen, und Sie 60 Jahre brauchen zum Nachwachsen, dann haben Sie während 60 Jahren eine Minusbilanz.
Und wenn Sie den Baum sofort wachsen können für 60 Jahre, dann haben Sie eine Nullbilanz. Es kommt auf die Strahlenwirksamkeit an, auf die Zeit. Danke. Nächste Frage ist, Moment, ich glaube, zuerst hier und dann nach hinten. Ja. Könnt irgendjemand das Mikrofon übernehmen? Sonst muss... Vielen Dank. Merci. Also ich habe eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung. Die Fragestellung war falsch bei einer Abstimmung. Es ist immer, es kostet uns was. Die Fragestellung hätte sein sollen, was kostet es uns, wenn wir nichts machen? Was sind die Kosten? Fragen wir mal Australien, fragen wir Amerika. Amerika ist momentan ein Zunder. Das ist heiß und Vorsaison. Das brennt wieder massiv dieses Jahr. Australien, dasselbe. Also was wird es uns kosten, wenn wir nichts machen? Und auch bei den Fahrzeugen, wir reden immer CO2-Ausstoß. Der Ausstoß vom Mikroplastik, von den Pneus, ist gewaltig, sind tonnenweise, gehen da jährlich in den Genfersee zum Beispiel rein. Davon spricht auch niemand. Muss einfach global sehen. Und auch noch, es ist nur die kleine Schweiz, das stimmt nicht. Wenn wir sehen, es ist eine Erde, egal wer es macht, es ist die Schuldzuweisung, das geht einfach nicht mehr. Wir sind alle auf einem Planeten und können nicht sagen, ja, wir sind zu klein und die anderen sollen machen, das funktioniert einfach nicht mehr. Und dann noch das allerletzte, die Erdölindustrie subventioniert massivst, ich arbeite auch international, die massivst Maßnahmen, die arbeiten illegal teilweise. Also ich möchte jetzt niemandem etwas unterstellen, aber teilweise mit Chatbots gearbeitet und alles, da wird manipuliert, da fallen einem die Haare aus. Ja, danke für diese Feststellung. Ich glaube, die internationale Dimension haben wir wirklich noch nicht angesprochen, aber vielleicht doch ein bisschen spezifischer die Frage, vielleicht an Sie, Gabriela Sutter, wie bringen wir das fertig, dass wir diese internationale Dimension auch zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen und sagen, es braucht so etwas wie internationale Solidarität und wir sind alle Teil eines ganzen Planeten? Ich glaube, also das wurde ja im Abstimmungskampf immer wieder angeführt, wir können überhaupt nichts beitragen. Wenn man aber den Fußabdruck pro Kopf von Schweizerinnen und Schweizern eben anguckt, dann sieht man, dass er eben riesengroß ist. Insbesondere auch der Finanzplatz eine sehr große Rolle spielt. Und ich glaube, ja, wie kann man das aufzeigen, indem man das eben auch benennt, aber letztlich eben und auch aufzeigt, welche schlimmen Schäden bereits und Folgen der Klimawandel bereits in den Ländern des Südens hat. Das heißt, man müsste auch diese Wohlstandsinsel Schweiz benennen und einen Appell leisten, zu was genau denn? Mehr teilen? Denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, wo es weniger gut geht? Vielleicht sind wir dann schon bei der Wachstumsdiskussion, oder? Auch. Ja. Jimmy Seidel, Statement. Was soll ich jetzt sagen? Was wollen Sie jetzt hören? Ja, nein. Die Frage steht jetzt im Raum, also, inwiefern wir gegenüber dem Bürger auch einen Appell zur Solidarität, und ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, auch zum Teilen von Ressourcen, ob wir so etwas überhaupt zur Abstimmung bringen können. Also das hören wir ja regelmäßig und das wissen wir alle. Und wir wissen, dass wir einen Fußabdruck von 4 haben und wir wissen, dass wir die planetaren Grenzen überschreiten und so weiter. Ich habe auch im Vorfeld von der Diskussion dann mit Kollegen und so noch diskutiert und die sagen, kurz vor einer Abstimmung kann man nicht mehr mit rationalen Argumenten kommen, sondern das ist völlig irrational. Und da muss man nicht kommen mit irgendwie genau Finanzen oder vielleicht irgendwie Solidarität, sondern das muss zu einem anderen Zeitpunkt kommen. Aber mir ist jetzt gerade eine Idee gekommen. Die Schweiz könnte sich doch diesen Pazifikinseln anschließen, die unbedingt eine Paris wollen und unbedingt für Klima Stopp des Klimawandels argumentieren, weil ihre Inseln verschwinden. Und so haben wir in der Schweiz das Problem, dass die Gletscher verschwinden. Also das wäre doch jetzt eine Allianz, oder? Also ich meine, weil wir sagen immer, USA und so weiter. Aber ich meine, wir haben ja hier enorme Probleme und wir haben ja, wie Sie besser wissen als ich, haben wir ja schon über 1,5
glaube ich, 1,5 Grad Temperaturerhöhung. Die Schweiz ist stärker betroffen als Nachbarländer aus verschiedenen Gründen und so weiter. Also wir haben ja eigentlich schon ganz große Probleme und ich glaube, wir sollten uns vielleicht nicht sagen, ah, die armen Länder, sondern selbst erkennen, wir sind massiv betroffen. Ich meine, die Berge werden irgendwann mal zu uns kommen, die Bergtäler und so weiter, die kriegen große Probleme. Vielleicht müssen wir einfach mal die Perspektive ändern. Danke, wird so notiert. Und ich komme zuerst da hinten, nachher da vorne, nachher hier und dann nachher hier. Moment, Moment, jetzt, das war jetzt etwas schneller. Ganz hinten, Entschuldigung. Ja, eine Frage eigentlich, jetzt nach dem Abstimmungskampf, ist, finde ich eigentlich, die SVP sagt ja auch, wir sind ja auch dafür, dass man mehr macht, oder? Also hat der Riemark gesagt, oder? Wir wollen ja auch nicht so, oder? Und eigentlich ist, denke ich, haben sie sich jetzt auch ein bisschen Pflicht gebracht, auch ein bisschen etwas zu machen, oder? Nicht mir zu wundern, ob sie überlegen und etwas bringen, oder? Einmal, oder? Aber jetzt zum Beispiel bei der Gletscherinitiative muss man sich überlegen, die 50% Leute, was brauchen die, dass sie dort die 5% wenigstens mehr noch zustimmen, oder? Und die Frage ist jetzt, was ist dort drin, wo von diesen 50% vielleicht nur 5% sagen, mal, ich stimme bei der Gletscherinitiative dazu, oder? Weil wir da im Saal und so, die 50%, die sind dafür, oder? Wenn man jetzt einfach von diesen 50%, muss man noch jemanden haben da, oder? Aber da muss man jetzt eigentlich schon ein bisschen definieren, was ist der Punkt, dass man die 5% noch auf diese Seite überkommt, oder? Und eigentlich, wenn ich so schaue in den bürgerlichen Kreisen, oder? Also ich bin auch Schreiner und ich bin im bürgerlichen Kreis, oder? Und wenn ich höre, das Gesetz ist einfach ein Verwaltungstiger und das CO2-Gesetz, wie es war, oder? Ein bisschen. Und es geht auf Kosten der Kleinen, dann muss ich sagen, es ist halt ein bisschen so. Es ist gleich auf Kosten der Kleinen gegangen. Weil die Kleinen, die kaufen Ersatzauto, also zweites Auto, oder? Und nicht neue Wege, oder? Und die fahren die 7 Jahre noch mit Benzin, oder? Und die zahlen da, oder? Ich habe selber auch ein Elektroauto, oder? Ich muss nicht für Strassen zahlen. Ich tanke mein Auto für 1,60 Franken ab dem Dach, oder? Habe aber meine PV-Anlage finanziert bekommen zu einem Drittel vom Bund, oder? Und die anderen, die ein bisschen weniger im Portemonnaie haben, und die können nicht schnell ein neues Auto kaufen, die können nicht schnell die Mietwohnung wechseln, wo dort halt gleich auch noch Öl drin ist, oder? Und so ist halt ein bisschen, ja. Darum eigentlich die Frage, was ist in dem Gesetz drin? Dabei, wo die 50% ein bisschen mehr auch können sagen, ja. Wir sagen dort ja. Also in der Abstimmung von der Gletscherinitiative. Miriam Roth und vielleicht Irmi Seidel. Oder eigentlich alle, ja. Ja. Ist eine gute Frage. Ich mache es mal auf Schweizerdeutsch, weil es ist einfacher für mich. Ich denke, erstens, dass wir viel mehr als 55% erreichen. Schon das als einfach Mittelpunkt, weil ich denke nicht, dass wir zu den gleichen Diskussionen kommen wie beim CO2-Gesetz. Wir haben nicht eine Initiative und einen Text mit wirklich so Massnahmen und wie es sollte sein und ganz in den Details. Es ist einfach so, dass wir wollen bis 2050 wollen wir netto null und das ist unser Ziel. Und ich denke, ich habe einmal das Gefühl, dass auf der ganzen rechten Seite irgendwann können sie einfach nicht dagegen sein. Es ist einfach ein Ziel und wir sagen nicht, dass es auf heute und morgen passiert, dass man sein Auto nicht mehr haben kann, dass man irgendwie alles muss renovieren im Haus. Es ist nicht auf heute von heute auf morgen und das haben wir schon jetzt gesehen, dass es nicht auf heute auf morgen wechselt. Ich denke, wir können viel mehr als 55% von den Leuten von der Gesellschaft in der Schweiz mobilisieren für die Gletscherinitiative, weil es geht nicht um das Gleiche. Und es ist nicht der Text, der so in den Details geht. Und es ist wirklich auch eine Stärke.
Ja, ich denke auch, der Vorteil von der Gletscherinitiative ist, dass es erst 2050 betrifft. Okay, natürlich den Absenkpfad, aber eben, das muss ja erst dann im Gesetz, das ist dann nochmal die andere Frage. Und dass es ja nicht den Alltag, also das konkrete Leben beeinflusst. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil und das macht es natürlich einfacher. Und auch, dass es das Klimaabkommen schon kennt, das entspricht weitgehend eine internationale Verpflichtung. Und ich glaube auch, dass es politisch einfacher zu vermitteln ist. Also da kann man dann irgendwie tatsächlich Klimawandel argumentieren, während das jetzt bei dem CO2-Gesetz ziemlich schwierig war. Aber Sie haben gefragt, wie kommen wir zu diesem plus mehr 5%? Und ich glaube, dass wir uns überlegen müssten, weil die Ablehnung vom CO2-Gesetz war ja ganz stark auf dem Land, wie kann man dort mit den Menschen ins Gespräch kommen und die Angst nehmen. Weil da ist ja irgendwie Angst eben vor, dass es teurer wird und so weiter. Und ich glaube, das muss sich die Gletscherinitiative überlegen. Wie kommen wir ins Gespräch mit der ländlichen Bevölkerung und mit den ländlichen Kantonen? Und da, glaube ich, müssen die Naturschutzverbände auch anfangen, Umweltschutz zu betreiben. Also es geht um Klimaschutz und es geht nicht nur um Steinmauern und so weiter und auch wirklich zusammenbringen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz. Sie wollen, dass ich aufhöre? Ich hätte noch zwei Argumente. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie bringen wir die Kirchen dazu? Oder so religiöse Kräfte, weil das ist ja ist schon dabei, weil das ist ja ein ganz starkes ethisches Argument, irgendwie die Schöpfung zu wahren. Dann glaube ich, ist noch ein Argument der Gesundheitsschutz. Es gibt eine Argumentation, dass wir Klimaschutz auch brauchen wegen Gesundheit, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich glaube, da müssen wir schauen, wo sind so Ansatzpunkte und mit diesen Argumenten dann auch die Bevölkerung in ländlichen Kantonen ansprechen. Aber ich denke, macht ihr euch schon Gedanken. Ja. Danke. Darf ich ganz, wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Fragen. Vielen Dank. Es gibt ja nachher noch die Gelegenheit, nach der Veranstaltung auch noch weiter zu diskutieren. Aber vielen Dank für den Input. Jetzt kämen wir zu Dominik und dann nachher da hinten und dann da vorne. Also ich habe einen kleinen Hinweis und dann etwas aus Klimaspuren. Mein Hinweis ist, dass im Initiativtext der Gletscherinitiative steht das Verbot nicht. Es steht nämlich, ab 2050 werden in der Schweiz keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr in Verkehr gebracht. Es steht nicht, wie man das erreichen will. Also wir haben einfach immer vom Verbot gesprochen. Man kann auch sagen, am Schluss verbieten wir es, wenn wir das geschafft haben mit Lenkungsinstrumenten. Also das ist ein kleiner, feiner Unterschied, weil das Wort Verbot ist wirklich schwierig in der öffentlichen Diskussion. Aber das war nur ein Hinweis. Ich wollte nur kurz einen Satz sagen zu unseren Erfahrungen auf Klimaspuren, weil wir sind ja jetzt wirklich auch mit dem Volk unterwegs und sehen ein bisschen die Diskussionen. Wenn man schaut, was alles gemacht wird und wie das eigentlich möglich ist, diesen Klimaschutz zu betreiben, ganz praktisch, dann kann man das gut erklären. Ich finde, in der Kampagne wurde das viel zu wenig gezeigt und ich bin ja auch bei der Gletscherinitiative, wir wollten das ja zusammen auch jetzt machen, eine Netto-Null-Kampagne, sagen wir dem, also den Leuten zeigen, dass es möglich ist. Es ist nicht so schwierig, dieses Klimaschutzziel zu erreichen, oder? Gut, und da muss man, glaube ich, auch betonen, und darauf kommen wir vielleicht in der Schlussrunde auch noch zu sprechen, dass es sehr viele lokale, städtische, kantonale Initiativen gibt, die in diese Richtung gehen. Jetzt gehe ich ganz nach hinten, glaube ich, da war eine Wortmeldung und die habe ich notiert. Danke. Ich würde gerne auf dem Argument aufbauen von Frau Seidel mit der Emotionalität, weil ich glaube, Klimaschutz ist ein sehr akademisches Thema eigentlich. Sehr viele Modelle, sehr viele Berechnungen sind involviert. Aber eigentlich, denke ich, ist es ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, es geht um die Zukunft vieler Kinder und auch ihren Kindern und unser aller Zukunft. Und ich glaube, jeder sollte da eigentlich eine Möglichkeit finden, abgesehen von dem abstrakten Denken, irgendwie ein emotionales Argument aufzubauen. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die sind sehr bewusst oder haben Angst um ihr Geld. Aber eben, wir hatten das Thema vorher, was kostet uns der Klimaschutz
oder die der Klimawandel, wenn wir nichts machen. Ich glaube, das sind 8 bis 10 Milliarden Schweizer Franken. Das ist viel Geld. Und wenn meine Frage ist, wie kann man diese Emotionalität halt in Bezug auf das Portemonnaie, auch diese Kosten, die wir uns einsparen, noch stärker an die Leute bringen? Ja, ich übersetze das hier gleich, weil das ein bisschen schwierig war zu akustisch jetzt. Gabriela Sutter, wie kriegen wir Emotionen? Es geht ja um Emotionen in diesem ganzen Thema. Wie kriegen wir das in das Thema rein? Als Sozialdemokratin müssen Sie ja irgendwie zum Volk sprechen können. Das ist natürlich, es ist ein sehr emotionales Thema. Es geht letztlich um die Lebensgrundlagen von uns und unseren Kindern. Und ich glaube, dieser Appell wäre schon wichtig auch immer wieder zu machen, oder? Es geht wirklich da um das Überleben auf diesem Planeten. Und es geht darum auch eben, ein bisschen über den Tellerrand vielleicht rauszugucken. Bei uns geht es vielleicht noch ein bisschen länger, bis wir es ganz schlimm merken. Aber im Süden ist das bereits Tatsache und es mit den Folgen von Flucht von Personen. Ich möchte einfach noch etwas ganz anderes sagen. Zwar vorhin kam zur Sprache, dass die Klimabewegung jetzt da Forderungen stellt und eben Städte versucht oder droht, Städte lahm zu legen. Das ist ja ein kleiner Teil der ganzen Klimabewegung. Und Klimastreik Schweiz beispielsweise, die haben eben nicht einfach nur Forderungen gestellt. Sie haben einen riesigen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Und 320 Seiten. Also sehr ambitioniert teilweise. Oder, aber ich möchte denen also schon auch ein Kränzchen winden. Das ist also sehr inspirierend, einerseits auf nationaler Ebene, aber auch auf Kantons- und Gemeindeebene, solche einzelnen Maßnahmen, solche Bausteine versuchen umzusetzen. Also ich finde, man kann nicht einfach sagen, die Klimabewegung, die hat jetzt da eben, ja, stellt sich quasi quer, weil es ihr zu wenig schnell geht. Sie schlagen ganz konkrete Maßnahmen vor und beteiligen sich aktiv. Genau. Nachzulesen auf der Webseite des Klimastreiks Schweiz. Es lohnt sich, es gibt eine Zusammenfassung, die ist nur etwa 70 Seiten. Das ganze Dokument ist etwa 300 Seiten. Zeigt aber auch, Sie lachen jetzt, wurde nicht geschrieben nur von den, ich sage sie nur in Anführungszeichen, von den Aktivistinnen und Aktivisten, sondern von einer ganzen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unter anderem von der ETH, von der EPFL und so weiter und so fort. Wirklich ein sehr lesenswertes Dokument. Ja, damit komme ich zu der Frage hier, nachher hier und danach ist notiert. Ja, ich möchte das ansprechen, weil Sie gesagt haben, wir sind die Wohlstandsschweiz. Habe ich das gesagt? Ja. Ja. Und das ist eben nur ein Teil, der diesen Wohlstand hat und die große Masse ist einfach so mitten oder noch weiter unten. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die eben mehr unten sind und denen ist das Auto wichtig und dass sie in die Ferien können, zuerst kommt das Auto, sie können doch jetzt nicht ein anderes Auto kaufen und jetzt müssen wir Kleinen das bezahlen, diese höhere Steuer und so. Das ist der große Teil von Nein, das sind diese Menschen. Ja, also die soziale Frage, also ja. Zentrale Frage auch in der Wohlstandsgesellschaft Schweiz. Ich meine, wenn ich von der Wohlstandsgesellschaft gesprochen habe, meine ich natürlich auch eine Gesellschaft, in der sehr viel Ungleichheit besteht. Ich glaube, ein großer Teil der Bevölkerung lebt ja unterhalb der Armutsgrenze. Rodinosa, wie kriegen wir solche Menschen eben auch ins Boot? Also indem man zuerst mal ehrlich ist und sagt, es ist nicht so, dass ein großer Teil unter der Armutsgrenze lebt. Es sind wenige. Ein großer Teil, nicht der große Teil. Eben knapp 10%, aber man muss ja auch schauen, wie es definiert ist. Also die untersten 10% sind unter der Armutsgrenze, das ist die Definition. Also es sind immer 10%. Das ist per Definition, doch, es ist so definiert, ich bin der WBK, ich habe das x-mal studiert mit den ganzen Armutsberichten, all den Sachen, die wir machen, es ist so definiert. Aber lassen wir dieses Thema. Ich glaube, Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, wir haben ein riesen Dilemma, oder?
in der ganzen CO2-Diskussion ein ganz grosses Dilemma. Das heisst, wir schauen es immer im Augenblick an. Also ich bringe jetzt ein anderes Beispiel aus dem Auto. Also die Großmutter ist immer noch im unsanierten Haus. Aber wir vergessen, dass sie seit 40 Jahren dort ist. Das ist schon lange die nächste Großmutter. Oder? Weil seit 40 Jahren sind wir unterwegs auf dieser Geschichte und man kann nicht jeder Abstimmung wiederbringen, das ist immer noch die gleiche Großmutter. Das stimmt einfach nicht. Oder? Seit 1990 haben wir diese CO2-Gesetzgebung und seit 2019 kommt immer diese Großmutter vor. Oder? Ich muss Ihnen sagen, meine Mutter ist gestorben. Oder? Also jetzt wäre es ich selbst. Oder? Und irgendwann ist dieses Haus in den letzten 40 Jahren renoviert worden und dann entspricht es ja dem Standard. Das heißt, wir haben ein riesen Dilemma in dieser ganzen Geschichte, wie wir das erklären. Und etwas einfacher gesagt, oder wer seinen CO2-Abdruck über die letzten 40 Jahre um 50% reduziert hat, der hat viel mehr Geld bekommen, als er bezahlen muss. Viel mehr Geld. Also für mich persönlich, ich muss nicht ein Auto jetzt neu kaufen. Einfach die Art und Weise, wie ich mich in den letzten 40 Jahren verändert habe, hätte dazu geführt, dass es ein positives Saldo gibt. Und das gilt für Ärmere wie für Reiche. Das gilt für alle. Aber wenn man immer den Moment nimmt, kann man natürlich Gewinner und Verlierer schaffen. Aber über die Zeit. Und das ist das ökologische Dilemma, das ökonomische Dilemma, wo ich nicht weiß, wie man es lösen will, oder? Weil ich gehe fest davon aus, wer seinen persönlichen Fußabdruck reduziert hat um 50% bis 2030, der gehört zu den riesen Profiteuren und das ist die Mehrheit in diesem Lande, das ist nicht die Minderheit, das ist die Mehrheit. Aber wir konnten das irgendwie nicht erklären. Danke. Ja, da hinten. Und ich muss Ihnen sagen, dass wir die Veranstaltung bis 20 Uhr angesetzt haben. Wir können natürlich noch ganz lange hier bleiben, aber eigentlich würde ich dann so gegen 20 Uhr und ein bisschen darüber dann auch zum Schluss kommen. Nur damit das gesagt ist. Okay. Ich möchte etwas zur emotionalen... Nein, Entschuldigung. Was? Rosmarie, du bist noch nicht dran. Ah, sorry. Der Herr da hinten ist zuerst dran. Der Herr da hinten ist zuerst dran. Entschuldigung. Ich habe meinen Job nicht gut gemacht. Nach meiner Liste leid, bist du noch nicht dran. Also, wer ist als nächstes? Der Herr da. Genau. Ich habe noch zwei Fragen von Zuschauern des Livestreams. Die erste Frage ist... maßgebend scheint mir nicht das Zieljahr 2030, 2050 oder die Linearität des Absenkpfades. Ist es nicht so, dass der Absenkpfad zwingend zum Zieljahr passen muss, damit das noch zur Verfügung stehende Treibhausgasbudget für das 1,5-Grad-Ziel nicht überschritten wird? Ja, gute Frage. Wir wissen, wenn wir so weitermachen wie bis anhin, ist unser Carbon-Budget bis 2028 aufgebraucht, oder? Das ist in 6 Jahren. Kurt Ecker, was machen wir da? Ja, wir würden jetzt, wenn wir da nochmals mit dem Budget kommen, machen wir natürlich nochmals eine Diskussion auf. Aber es ist natürlich so, wenn wir das budgetmäßig anschauen, wie Sie gesagt haben, oder? Dann sind wir, haben wir das Budget 28 aufgebraucht und das ist eigentlich ein Hinweis auf die Dringlichkeit, dass wir jetzt etwas machen müssen und dass die Ziele, die wir hier setzen, natürlich viel zu, was ist das, soll ich sagen, sind viel zu langsam. Wir müssen schneller vorwärts gehen und die Budgetbetrachtung ist, was soll ich sagen, ja, ist ein bisschen ein anderer Ansatz, eigentlich natürlich ein ehrlicher, der auch die Solidarität eben mit einbezieht, das hat eine internationale Komponente und ja, das würde das Feld nochmals für einen Abend öffnen, aber gerne. Gut, aber wir stellen fest, die Frage ist sehr berechtigt, oder? Ja. Unser Carbon-Budget reicht noch bis ins Jahr 2028. Danke. Die Frage dahin. Noch eine zweite Frage? Ja, aber wir nehmen leider nur eine Frage pro. Gut. Da wäre hier die nächste Frage hier gewesen. Ja. Eher ein Denkansatz als eine Frage. Ich möchte das nochmal bestärken, was vorhin gesagt wurde. Ich denke, das wichtige Mitnehmen bei der künftigen Klimadiskussion wird wirklich einerseits sein,
die untere Mittelschicht und die Unterschicht mitzunehmen. Ich rede nicht von Armutsgrenze, sondern wo die Investitionsfähigkeit relativ gering ist. Das zum einen und zum anderen die ländliche Bevölkerung, sorry, die ist einfach vermutlich wesentlich stärker karbonisiert von ihrem Wohnflächenbedarf und von ihrem Mobilitätsbedarf, als wir, die eher eine städtische Diskussion führen und wo der Haupt-CO2-Ausstoß vielleicht unsere Flugreisen sind, die viel leichter verzichtbar sind als das Daily Business auf dem Land. Das bitte nicht unterschätzen. Das ist mein Einwurf in die Diskussion. Punkt. Kurt Ecker meldet Zweifel an. Also ich glaube nicht, dass die ländliche Bevölkerung mehr karbonisiert ist. Ich glaube, es ist umgekehrt. Klar sind vielleicht die Wohnflächen etwas größer, aber zum Beispiel der Anteil an Erneuerbaren mit Holz ist viel höher. Die ganze Fluggeschichte, die ist auf dem Land, geht die ja gegen null, oder? Das sind alles die Städter, die da fliegen. Ich vermute, ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute, der ländliche Teil ist weniger karbonisiert. Die gehen auch weniger in die Ferien und. Und interessanterweise fahren sie auch nicht mehr mit dem Auto. Also das ist, ich habe es nicht glauben wollen, aber die städtische Bevölkerung fährt genauso viel wie die ländliche, die städtische mehr für Freizeitverkehr und die anderen für Berufsverkehr. Das ist einfach die Geschichte. Okay, wir können die Zahlen anschauen. Also, aber ich denke gleichwohl, es ist total wichtig und natürlich die ländliche Bevölkerung ist vielleicht für den Berufsverkehr, brauchen die das Auto. Und auch das, was Sie gesagt haben, das ist absolut wichtig, dass man das ins Auge fasst. Aber ich glaube, dafür wäre ja jetzt der Ökobonus geeignet gewesen. Und diese Schichten, die Sie ansprechen, die hätten definitiv profitiert vom CO2-Gesetz. Das ist definitiv so. Das ist leider nicht rübergekommen. Und das ist leider durch die Lüge vom Herrn Immisch, dass das 1.000 Franken kostet, ist es einfach verwässert? Ich weiß nicht, hätte man noch mehr Modellrechnungen aufzeigen sollen und noch einfacher, aber es wäre diesen Schichten zugute gekommen. Also da bin ich einfach überzeugt. Also, oder? Genau. Ja. Vielen Dank. Danke. Ergänzungen noch? Nur ganz kurz vielleicht ganz noch. Kurz. Ich glaube, wir vom Befürworter müssen über die Bücher gehen, warum wir in der Kampagne nicht über Geld gesprochen haben. Weil gewisse Dinge, die Sie sagen, stimmen vermutlich nicht. Das hat vorher die Ökonomie gesagt und gewisse Dinge hätte man ansprechen müssen. Aber irgendwie, ich habe x-mal mit dem Kampagnenteam gesprochen, die wollten nicht über Geld sprechen. Mhm. Und ich weiß nicht, was die Logik hinter dem ist. Es war einfach so. Danke. Rosmarie? Ja. Gut, also es war vorhin ja die Frage nach mehr Emotionalität überhaupt im ganzen Kampf gegen die Klimakatastrophe. Und da möchte ich eine neue Ebene einbringen, nämlich die Ebene der Klimaklagen gegen die Menschenrechte. Denn die Menschenrechte betreffen uns existenziell. Es kam da hinten schon das Votum, also dass die Kinder die Zukunft, das könnte man ins Spiel bringen. Und wir haben ja gemerkt, in letzter Zeit kam das auch in den Medien, dass die Menschenrechte sind nun auch klagetauglich auf den Gerichten. Und ich bin von den Klimaseniorinnen und unsere Klage ist ja seit November auf dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und ich habe gerade gestern gelesen, da haben auch die Belgier wieder, Belgierinnen mit weiß nicht wie viel Tausenden erstinstanzlich gewonnen über eine riesen Sammelklage und die Klagen nehmen zu. Ich finde das gewaltig. Es sind sicher gegen 2000 Klagen schon im ganzen Welt, also in der Erde, überall auf den Ländern, auch apropos Internationalität. Das geht ja auch dann alle an. Wir haben auch die 6 portugiesischen Jugendlichen, die ja die 33 Europaratsstaaten inklusive Schweiz verklagt haben. Also das macht alles Sinn und verbindet uns. Und ich denke, das ist auch eine gute Ergänzung
zur Gletscherinitiative, dass wir dann diesen eher theoretisch materiellen Aspekt haben mit der Initiative, den politischen, und dann auch die Klage, die jetzt immer aktueller wird. Also bis Mitte Juli muss die Schweizer Regierung Stellung nehmen zu unserer Klage. Und wir haben ja auf die Verfassung und die Menschenrechte geklagt. Und da kamen ganz viele Anträge an die Schweiz vom Gerichtshof, und die Schweizer Regierung muss jetzt Stellung beziehen. Es wird immer aktueller und verbindet sich eben mit dem Existenziellen und dem Politischen. Vielen Dank. Ich glaube, das ist einfach ein ergänzendes Statement. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf die Webseite der Klimaseniorinnen Schweiz. Ich glaube, dort wird man permanent aktuell über das Geschehen informiert. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage da hinten und dann machen wir hier eine kurze, aber heftige Abschlussrunde. Vielen Dank. Ich war letztens mit meinem Onkel, der ist 95, war ich unterwegs, ja. Und dann haben wir über diese Abstimmung da gesprochen. Der hat gesagt, er hat zwei Häuser, ein Familienhaus und noch ein Ferienhaus. Er hat gesagt, ich stimme nein, weil es kostet mich zu viel. Und wir haben dann einiges miteinander diskutiert und ich konnte hoffentlich ihn umstimmen. Aber wenn ich mir überlege, wieso schaffen, also das ist sehr viel Intellektualität, wie Sie da hinten gesagt haben, wieso schaffen wir es nicht, genauso emotional zu sein? Eine Zeichnung, da sitzt eine Familie auf dem Mast und da sage ich mir, Nast ab. So einfach. Es geht immer um dasselbe. Es geht ums Geld. Und wenn es nicht ums Geld geht, geht es um die Jobs. Das war genauso wieder. Und warum? Das wussten wir schon. In der Republik stand, das ist ein bisschen wie ein Schlafwagenpolitik gewesen. Alle waren dafür, oder? Eigentlich. Und ein bisschen lau. Und da habe ich dieses Gießkannending da, das Ölding, habe ich zuerst gedacht, das sei eine Gegenkampagne, oder? Wieso schaffen wir es nicht, diese Emotionalität hinzubringen, wie es die gegenseitig macht? Das verstehe ich nicht. Möchte jemand darauf antworten oder lassen wir das vielleicht im Raum so stehen? Ich glaube, wir haben darüber doch schon einiges gesagt. Warum nicht diese Emotionalität? Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt, den ich jetzt hier als Schlussrunde doch noch abfragen möchte, ist, und Rosemarie Widler hat schon darauf hingewiesen, es gibt ja Entwicklungen im internationalen Kontext, die schneller vorangehen als in der Schweiz. Die USA machen sich zum Vorreiter einer Klimaentwicklung. Die Europäische Union hat einen Green New Deal beschlossen. Deutschland hat mit einer Klage am Verfassungsgerichtshof bewirkt, dass die Klimaziele verschärft wurden. Ähnliche Klagen sind andernorts hängig. In den Niederlanden wurde der Erdölkonzern Shell verurteilt, seine Klimaziele drastisch anzupassen. Also es gibt sehr viel Bewegungen. Ich spreche nicht von den vielen Städten und Ländern, die sich verpflichtet haben, bis 2050 oder 2035 klimaneutral zu werden. Frage an das Publikum: Wie groß ist die Gefahr, dass die Schweiz wie in anderen Bereichen auch Menschenrechte, Frauenrechte, Frauenstimmrecht, Bankkundengeheimnis, Geldwäscherei vom Ausland gezwungen wird, die Klimaziele so anzupassen, dass sie tatsächlich weltkompatibel werden? Frau Sutter. Also Frage an das Publikum, das war an das Podium Publikum. Ja. Entschuldigung, habe ich gesagt Publikum? Ja. Sorry. Okay. Nein, an das Podium. Ich war so sehr beim Publikum, dass ich das verwechselt habe. Genau. Die Frage, ob wir abgehängt werden. Nein, gezwungen werden, die Klimaziele anzupassen, weil das Ausland einfach viel, gezwungen, viel weiter ist. Ja, das kann durchaus natürlich sein. Ich glaube, das, was jetzt die EU macht, was die USA machen, das ist genau der Weg, den wir als Schweiz auch beschreiten müssen. Der Staat muss investieren, um entsprechende Investitionen in die Erneuerbaren auszulösen. Absolut, das ist unsere Schiene, eben Lenkungsabgaben, ja,
haben offenbar die Menschen, die Mehrheit der Stimmberechtigten, nicht so richtig verstanden, dass das eben eine ganz soziale Möglichkeit wäre. Der Druck, der internationale Druck, der wird sicher in den nächsten Jahren noch zunehmen. Ja, und es wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir eben vorher uns bewegen würden. Deswegen braucht es genau diesen Druck. Einerseits der Gletscherinitiative ist ein sehr moderater Druck im Übrigen und dann eben auch der Klimastreikbewegung, der ein bisschen mehr Dampf aufsetzt. Ja, wir setzen das Mikrofon in Bewegung. Kurt Ecker. Ja, danke. Aber ich kann mich eigentlich mehr oder weniger nur da anhängen. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass das so kommen wird, ob wir da jetzt gezwungen werden, ob man das so ausdrückt oder ob einfach der Druck so groß ist, dass wir nachziehen müssen, auch natürlich aus wirtschaftlichen Gründen können wir nicht angehängt werden und daher ist es sicher vernünftig, wenn es von Seiten unserer vor allem umliegenden Staaten Druck erzeugen und auch die Unternehmen, oder was Herr Noser gesagt hat, dass man da Ziele setzt und ich hoffe, da folgen auch Maßnahmen, dann gibt das auch einen Druck auf die Politik und ich bin da guter Hoffnung für die Gletscherinitiative, die kommt ja auch sehr emotional daher. Ich staune tatsächlich in meinem Umfeld oder in meinem Büro, wie viele und welche Leute so Gletscherfahnen aufgehängt haben in der Kampagne. Das bin ich ganz überrascht und ganz eben im Gegensatz zu dem, was wir jetzt im CO2-Gesetz gehört haben. Danke. Rudi Nosa. Druck aus dem Ausland, eine nicht sehr liberale Entwicklung. Also vor dem, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht sehr viel Angst, weil einerseits wird ja das ja dazu führen, dass sich die Technologien ändern und da muss man in der Schweiz halt sagen, wir sind in erster Linie Anwender von diesen Technologien. Also wenn die EU die Mobilität verändert, wird die Schweiz die Mobilität verändern, egal was für Gesetze wir machen. Das wird nicht großen Einfluss haben an und für sich. Da muss man auch etwas Demut haben zum eigenen Einfluss. Und das andere ist, und das möchte ich auch betonen, da bin ich dann gespannt, ob dann alle in der Schweiz einverstanden sind mit dem, was international läuft. Also aktuell ist jetzt beim Finanzplatzregulieren in der EU Atomenergie grün drin. Das muss einfach Klartext reden. Das ist momentan die Situation. Ich bin dann sehr gespannt, ob dann die Linke und die Grünen immer noch wollen, dass wir die Finanzregulierung der EU übernehmen. Es gibt dann auch ganz große andere Diskussionen, die auf uns zukommen werden, die dann vielleicht den Frieden in der Schweiz auch etwas durcheinander bringen werden. Ja, Irmi Seidel, Druck aus dem Ausland als großer ökonomischer und auch politischer Trigger? Ich sehe jetzt im Umweltschutzbereich, im Klimabereich nicht wirklich Möglichkeiten, wo auf die Schweiz Druck gemacht werden kann. Also sehe ich wie Herr Nosser, das ist nicht wie beim Bankgeheimnis oder so, wo wirklich Druck wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann das irgendwann mal sein, wenn die Schweizer Banken sich überhaupt im Finanzplatz überhaupt nicht bewegt, im Klima, in Anlagen, dass dann irgendwie vielleicht mal Amerika sich was einfallen lässt und keine Ahnung. Das könnte irgendwann mal sein. Aber das ist dann eher aus deren Wettbewerbsgründen als irgendwas anders. Also nein, ich glaube nicht, dass das Ausland, dass da ein großer Druck kommt. Ein direkter, natürlich ein gewisser moralischer Druck oder Anpassungsdruck oder so, dass man sagt, okay, jetzt muss man sich auch bewegen. Aber nein, wahrscheinlich nicht. Ja, und Schlusswort Miriam Roth. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment se concentrer sur ce qui est important et sur ce qu'il faut faire maintenant. Aujourd'hui, on a ce mouvement du peuple, de population, de personnes très différentes qui nous soutiennent depuis le début, qui sont toujours là. On sait qu'on peut compter sur ces personnes-là aussi pour mobiliser d'autres couches de la société, comme on en a parlé avant, d'atteindre les personnes qu'il faut atteindre, peut-être dans des milieux auxquels on n'avait peut-être pas pensé avant. Aujourd'hui, on peut s'engager et on peut continuer de le faire pour l'initiative pour les glaciers. C'est vrai que les derniers jours, il y a énormément de personnes qui ont commandé des drapeaux. Vraiment, à Zurich, il y a eu beaucoup d'impactage. J'espère que ça va continuer, mais je suis sûre que ça va continuer. Et nous, on se bat pour que ça, on puisse aller jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout. Ja, kämpferische Worte, sehr eigenständig und sehr demokratisch orientiert, mit der Gewissheit, dass man das aus eigenen Kräften
schaffen wird. Und mit diesem Votum möchte ich Sie auch heute in diesen Abend wieder entlassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Podiumsgästen für die angeregte und disziplinierte Diskussion. Vielen Dank.